Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute wieder eine Zuschauer-Challenge und zwar diesmal von Coolie Chocolate. Wir können alle Affen nur 002 upgraden. Oh, das schaut kritisch aus. Die Hashtag Archmap. Wir müssen nur die erste Runde überleben. Mit 525 Startgeld, 7 Startleben. Also wenn schon 7 Leben sind, dann glaube ich, dass wir auf jeden Fall 6 Leben verlieren werden. Aber mal schauen. Von der Geschwindigkeit und von der Gesundheit ist alles gleich. Kräfte deaktiviert, Verkauf deaktiviert, Affenwissen deaktiviert, kein Fortfahren. Es sind alle Tarnbloons und alle Runden erneuerte Bloons. Das wird heftig. Was ist denn am billigsten, was getarnte kann? Für einen Sniper bräuchte ich gut fast 700. Und für einen Wurfpfeilaffen 500. Okay, warte mal. Ich muss also den Wurfpfeilaffen verwenden. Also den Sniper kann ich ja gar nicht verwenden, weil das Nachtsichtgerät gesperrt ist. Okay, gut. Das heißt, es muss der Wurfpfeilaffe sein. Wohin muss ich denn setzen, dass es am besten ist? Ich muss theoretisch da unten einsetzen und da oben. Aber da die getarnt sind, muss ich zuerst einfügen verbesserte Sicht. Und das ist so falsch wahrscheinlich. Ja, weil jetzt gehen die ersten durch. Und ich kann ihn halt nicht verkaufen. Ich kann nichts Neues platzieren. Gut, also es steht doch, also die Challenge heißt doch, es kommt auf die Position an. Wo kann ich denn am meisten abdecken? Warte mal, die Sicht wird ja vergrößert beim ersten Upgrade. Das heißt, wenn ich das so hinstelle, müsste es doch theoretisch 3 Bahnen abdecken. Und wenn in der letzten Bahn weniger als 7 Bloons kommen, dann müsste ich das doch schaffen. Probieren wir es einfach mal. Okay, da geht der erste durch, dann kommt der zweite, jetzt kommt der dritte, dann der vierte, fünfte. Ja, okay, easy. Ja, Leute, easy. Okay, dann war es doch einfacher, als ich dachte. Also um einiges leichter. Ich dachte echt, das wird schwieriger. Aber danke für die Challenge auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.